bin der Fabian Steccanella, bin 32 und bin seit 15 Jahren bei der Firma Gautschi. Ich arbeite als Vorarbeiter bei der Firma Gautschi seit 2015. Ich habe nach der Vorarbeiterschule angefangen mit dem Bilderschaffen von der Leica. Und mit der Robotikstation kann ich jetzt ganz allein anzeichnen. Einsetzen tun wir das Gerät im Hoch- und Tiefbau, Industriebauten, Überbauungen und dann anzeichnen damit Achsen, Punktabsteckung und Höhen. Das Anzeichnen mit der Robotikstation macht mir vieles einfacher. Aber es gibt noch Punkte zum Verbessern. Zum Beispiel schwer zugängliche Punkte oder Kanten zu anzeichnen. Jetzt bin ich gespannt, wie einfach das mit dem AP20 geht, zum Anzeichnen und Abstecken auf Kanten und schwer zugänglichen Punkten. Mein erster Eindruck vom AP20 ist positiv. Das Anzeichnen ist viel geringer, weil man den Stecken nicht mehr senkrecht heben muss. Einsetzen würde ich den AP20 vor allem in der Punktabsteckung, weil es massiv schneller ist, um einen Punkt zu finden, als wenn ich den Stock senkrecht heben muss. Plus ist positiv, dass ich unter Gegenständen unten messen kann und anzeichnen kann. Am besten am AP20 finde ich die Neigungskompensation, weil einfach viel schneller bist mit Anzeichnen, inklusive die automatische Höhenerkennung. Man muss nicht mehr dran denken, um die Höhe selber umzustellen.